So, und das geht ja dann im Kreis. Das heißt, hier kommen wir dann tatsächlich von... Das ist jetzt in die Truhe, oder? Egal, holen wir uns dann gleich. Das heißt, das geht jetzt tatsächlich dann so weiter. Okay, wir brauchen mehr. Ja. Wir könnten auch gleich mal die Holzkohle hier ablegen und die Goldbarren. Haben wir sonst noch etwas? Wir können die Eisenklumpen schon mal hier ablegen. Das ist auch ein Trichter. Das sind hier mehrere Trichter? Nö. Okay, haben wir sonst noch was zum Ablegen? Erstmal, fürs Erste nicht. So. Gut, also ich brauche jetzt noch 2, 4, 6. Allein für den Moment. So, 6 Ton. Es ergeben 6 Trichter. Ah, ja. So, jetzt ist hier irgendwo der Rahmen irgendwo hin. Wahrscheinlich irgendwo hier in eine Truhe rein. Da. Ein Wunder, dass der Goldbarren da nicht rein ist. So, das heißt, hier, das hier ist Kohle. Das hier ist Gold. Klumpen, das hier ist ein Goldbarren und das hier für die Goldbarren und das hier sind für die Goldblöcke. So. Jetzt müsste ich hier natürlich eine Redstone-Schaltung machen, das heißt wahrscheinlich muss das hier noch ein zweiter nach rechts. Und das müsste natürlich noch irgendwie im Kreis gehen. Davor müsste ich aber nachsehen, wie viel Truhen wir hier eigentlich bräuchten. Also was hier noch alles hin könnte. Es könnten zum Beispiel noch, wie gesagt, die Stöckeln. Es könnte hier Lapis Lazuli hin. Denn später... Oder kann man das Lapis Lazuli irgendwas bauen? Weiß ich gerade gar nicht. Eigentlich nur Farbe. Aber später, besser gesagt, momentan ist Lapis Lazuli die blaue Farbe, aber später kann man daraus blaue Farbe machen. In 1.14. Smaragde würden hier auch nicht hinpassen, aber ich glaube, ich würde sie hier trotzdem hin tun. Diamanten fehlen hier noch. Diamanten, eigentlich kommt Leder auch hier rein zu Werkstoffe. Oder zu tierischen Erzeugnisse. Also ihr seht, wir sind noch lange nicht fertig. Und das ist jetzt erst die Mitte. Wir müssten dann noch hier machen und dann das verbinden. Hier machen, das verbinden. Und dann noch, das muss es nach unten gehen. Und hier muss es dann nach oben gehen. Sollen wir da gleich weitermachen? Und ich wollte ja eigentlich nach 5 tun, wollte ich nach, dass es nach links und rechts auch noch geht. Aber irgendwie glaube ich, habe ich das Problem, dass... Vor allem, es sind hier gerade nur eine Doppeltruhe. Überall nur eine Doppeltruhe. Was mache ich mit zum Beispiel dem Netherrack, wo ich viel zu viel habe? Ja gut, es ist eine Doppeltruhe plus hier nochmal 5 Plätze plus dann nochmal... Nochmal 5 Plätze und nochmal 5 Plätze, wobei das ja eigentlich nicht voll sein sollte.
Ich muss das eventuell sogar ein bisschen ändern. Kann man die Rahmen da drauf machen? Naja, egal. Wegen dem Redstone. Der hier braucht nämlich das Redstone. Außer ich mache die Fackeln da links hin. Das würde natürlich auch gehen. Wenn jetzt da ich nur einen Platz frei habe, da ist das hier... Sieht das irgendwie ein bisschen blöd aus. Plötzlich. Mit den Fackeln. Das heißt, man könnte dann hier den Redstone machen. Das heißt, das würde heißen, da ist Kohle und hier ist Redstone für Kohle. Eisenklumpen, Redstone für Kohle, Eisenklumpen. Das heißt, die Fackeln würden dann auf die andere Seite platziert werden. Die ich aber wegen dem Redstone erst um 1 erweitern muss, nach rechts. Und ich habe hier natürlich noch keine Decke drin. Das müsste ich auch noch machen. Und das würde hier sogar so passen. Und hier könnte ich, wenn es so weitergeht, so durchgeht. So wie das jetzt ist, so wie. Wobei, das geht ja dann sowieso darüber. Ja, das ist. Dann ist plötzlich kein Problem mehr. Dann ist es plötzlich kein Problem mehr. Und hier vorne könnte man auch noch eine Tür reinbauen. Ja. Das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Also ich müsste das jetzt natürlich hier noch irgendwie erst bei den tierischen Erzeugnissen machen. Eigentlich hätte ich hier anfangen müssen mit den tierischen Erzeugnissen, dann mit den Werkstoffen und dann mit den Monsterteilen. Genau. So hätte ich das machen müssen. Jetzt bin ich am Überlegen, was ich weitermache. Ich glaube, ich habe jetzt... Ich glaube, ich lasse das erstmal so und baue dann hier erstmal das Redstone hin. Nur für das bisschen. Das gleiche mache ich dann hier. Auch für das bisschen hier, das ich da schon mal gemacht habe. Und dann... Dann... Bin ich mir noch nicht sicher. Zum Beispiel Redstone würde auch dahin passen. Aber für Redstone haben wir dann extra... Nein. Momentan haben wir gar nichts mehr für Redstone, oder? Oh, wir haben momentan gar nichts mehr für Redstone, also das fehlt irgendwie komplett. Das heißt, Redstone-Sachen würden sich aufteilen. Wir könnten es in funktionale Blöcke reinmachen. Boah, dann wären das hier Blöcke, dann nenne ich das doch wieder um zur Dekoration. Dekoration, hier allgemein Blöcke und hier, das ist, Technik. Oh, halt. Technik und Zauberei. Dann, das heißt, hier ist Redstone drin, aber hier ist auch sowas wie. Eventuell könnte man noch Alchemie. Nein, Alchemie ist extra. Wobei wir bräuchten halt das für alchemistische Zutaten. Oder haben wir das schon? Ah, hier. Da würde ich dann auch den da dazu tun. Aber für Zauberei würden zum Beispiel der Verzauberungsblock oder so, würde alles hier reinkommen. Also Redstone würde nicht hier reinkommen. Außer dem Erz. Das Erz würde zu den Blöcken darunter kommen, zu den allgemeinen Blöcken. Hier kommen ja nur Werkstoffe hin. Okay,
Genau, jetzt bräuchte ich aber erstmal eine Liste von allem, was da noch so reinkommt. Ist da jetzt eigentlich noch irgendwas drin? Aus irgendeinem Grund sind die nicht so. Okay, passt. So. Wir könnten mal in den Creative-Modus sehen. Was es da jetzt eigentlich alles gibt. Also wir haben hier zum Beispiel, hier haben wir nichts, was da reinkommen würde. Aus Eisen- und Goldblock, aber was haben wir Neues, was da reinkommen könnte? Smaragde? Smaragde, so, sind keine Werkstoffe. Passen hier nicht rein. Und das Smaragdblock, der wäre auch ein, würde hier auch nicht reinpassen. Der würde eher zur Dekoration passen. Das heißt, Smaragde kommt wahrscheinlich zur Dekoration. Ja. Wobei, getrocknet. Ja, nein, das ist ein Block. Das ist ein Block. Also Smaragde kommen nicht hier rein. Sondern. Oh, sie können zu Diverses. Ja, super. Sie können zu Diverses. Zum Glück habe ich sowas wie Diverses. So, was haben wir hier nochmal? Hier ist ja Dekoration, Baumaterial, Redstone, Beförderung. Eigentlich hätten wir es auch von dem hier, nach dem hier sortieren können. Naja. Gehen wir das nochmal durch. Haben wir noch irgendwelche Werkstoffe? Leine, das ist Diverses. Namensschild ist auch Diverses. Wobei das aber hier bei Werkzeug dabei ist. Ja, man kann es als Ausrüstung hernehmen. Nahrung, verschiedenes. Das sind Eisenbarren und so drin. Also Akquisator, oh Mann. Wisst ihr was? Wir machen das anders. So. Wir bauen das einfach zu. Und jedes Mal, wenn wir etwas haben, das hier runterkommt und das gibt's noch nicht, dann erweitern wir einfach selbst. Also, jetzt möchte ich zum Beispiel noch Diamanten haben. Also, jetzt fangen wir erstmal da an. Hier, tierische Erzeugnisse. Ach, wisst ihr was? Ich höre für heute auf. Dann habe ich genügend Zeit, mir das zu überlegen. Habe ich noch Bruchstein? Nein. Okay. So. Schluss für heute. Super, dann haben wir noch Pfeile. Und verrottetes Fleisch. So, beim nächsten Mal gehen wir hier einfach alle Truhen durch und zählen mal, was wir alles zu tierischen Erzeugnissen tun würden. Und so viele Truhen bauen wir dann. Und das bauen wir dann komplett fertig, sofort. Eigentlich bräuchten wir dann sogar eine Truhe. Hier irgendwie, oder hier. Bräuchten wir eine Truhe, die werde ich dann temporär irgendwo anders hinlegen, vielleicht da oder dahin, wo wir das Zeug reintun können. Dass dann automatisch nach unten einsortiert wird. Das bräuchten wir eigentlich dann hier. So.
So, das heißt, dieser Rüstungsständer geht hier ein bisschen im Weg rum dann. Eigentlich müsste... Ich glaube, ich möchte diese Truhe und diese hier haben und der Rüstungsständer, der kommt dann ein bisschen weg. Keine Ahnung, vielleicht kommt er dahin und dahin. Das sind... Eigentlich ist hier ja gar nichts. Eigentlich dürfte hier nirgendwo Truhen sein. Aber diese Truhen hier, die können wir akzeptieren. Die sind akzeptabel, wenn hier Truhen sind. Ja, und dann geht das hier einfach dort nach unten. Also hier nach unten oder hier nach unten und hier wieder nach oben. Eins von beiden. Genau, das heißt, wir müssten diese Truhen dann tatsächlich leer räumen und woanders hinräumen. Keine Ahnung, vielleicht kommen sie temporär einfach mal hierher und hierher. Wisst ihr was, das können wir nochmal schnell machen. So, dann kommt jetzt hier eine Truhe hin. Und hier. Super, und das gleiche machen wir jetzt hier. Ja. So. Oh, halt, den habe ich vergessen. So, oh, da liegt noch ein bisschen was. Das habe ich nicht gesehen. Mist. So, dann haben wir das gemacht. Dann können wir hier jetzt dann schon mal Truhen rein. Und da unter den Truhen sind, wer dann hier ein Trichter sein. Und hier wird ein Werfer sein. Kein Werfer, sondern ein Spender. Nach oben. Genau, jetzt bräuchte ich natürlich wieder ein paar... Halt, Werkbank ist da vorne. Ein paar Truhen. So, eins... 2, 3, 4. So. So, das geht. Dann ist es nämlich genau hier so. Eins frei und dann eins frei zu den Blumen. Das finde ich okay. Und ja, dann haben wir hier praktisch, hier legen wir was rein. Und wenn etwas voll ist oder etwas noch nicht existiert, soll es dann hier wieder rauskommen. Das heißt, bevor wir dann hier was reinlegen, sehen wir erstmal danach, ist da was rausgekommen. Und dann, wenn ja, dann heißt es okay. Oder in gewissen Abständen heißt es okay, wir müssen da mal was machen. Genau. So, das. Aber auch das machen wir dann beim nächsten Mal. Hier nach unten zum Beispiel, das müsste dann gehen. Da würde ich dann wieder einen Schacht machen. Ich glaube, ich mache es hier nach unten und hier nach oben. Dass es wirklich so nebeneinander ist. Und ich hier so einen kleinen Schacht habe, bei dem ich hoch und runter klettern kann. Genau. Irgendwie so möchte ich das machen.
Aber beim nächsten Mal. Für heute reicht es. Vielleicht fange ich da sogar direkt an. Keine Ahnung. Na gut, dann bis morgen, Leute. Ciao.